Ich habe eben noch während des Gesprächs ausgetestet, dass meine Tastatur tatsächlich wasserdicht ist. Warum machst du sowas? Ja, irgendwann muss man das doch mal feststellen. Das muss doch. Ich mach Nee, das nicht bei meiner neuen. das war nur ganz wenig. Ich habe einfach die Taste genommen und wollte die zu mir ziehen und bin über der Tastatur, habe ich einen leichten Schlepperer gehabt. Das war jetzt aber nicht so Ich dramatisch. dachte, du hättest drauf gespuckt. Nee, das ja, vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, aber. Das ist auch so ein Schlapperei. Ja, schlapper, schlapper. Ja. So. Rüttel, rüttel, schlabber, schlabber. Ah, mein Gott. Boah, hör auf, ich habe gestern eine Serie geguckt mit einem 9-Stunden-Masturbationsmarathon. Ich will davon nichts mehr hören. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das jetzt an den Anfang unseres Videos packe oder ob wir dann direkt wieder Ü18 dran schreiben müssen. Ja, das ist natürlich. Böse. Oh mein Gott. Wird sinnvoll. Aber wahrscheinlich kommt es rein ins Video, das ist halt so. Oh Mann, ey. Das ist immer der beste Auftakt für so eine Geschichte. Da sind die Leute wenigstens erstmal hellhörig Ja, nur und mit stellen dann fest, immer. ja, was war damit jetzt? Jetzt kommt da nichts mehr. Genau. Wieder, ne? Da musst du dann packen. Ja. Masturbationsmarathon, Hashtag. Als Titel. Gott. Probationsmarathon im Hotel. Ei, ei, ei. Ein Let's Play. Ja, genau. Ein Hörner auf einer Blumenwiese. Ja, von YouTube wird das dann direkt auf 18 gestellt, das Video, ja, nur wegen des Titels. Dann kannst du es. Dann kannst du es knicken. Oder nenn es Einhörner auf einer Blumenwiese. Oder das, ja. Aber ihr werdet zu Hause merken, das Video habe ich da einen ganz anderen Namen, einen ganz harmlosen Namen haben, der nichts damit zu tun hat. So, wir wollten, die drei Musketiere haben wir extra eingepackt, weil das wollten wir ja mal in der Dings, in das Regal stellen. In das Regal alle stellen, drei genau. Musketiere eingepackt. Ja, alle drei. Alle drei mit Pferd. Und dann einer für alle. Es gab noch irgendwie das ein oder andere, was wir noch tun wollten, wo ich aber nicht mehr genau weiß, wo wir hin müssen und so. Das wird sich wohl alles dann wieder ergeben, wenn wir hier so ein bisschen wir durch die Gegend laufen und dann irgendwann irgendwo vorstehen und dann fällt uns auf, hier könnte man doch noch was machen. So wird das laufen. Was war denn unser Ziel nochmal? Ach ja, was war denn eigentlich unser Ziel? Öffne Raum 709. Erstmal noch das Bücher ins Bücherregal stellen, ne? Ja. Ja, das, aber wo das war, weiß ich doch nicht. Genau. Ja, wie immer halt. Ich dachte, du hättest es mittlerweile mal gelernt. So. Nee. Vor allen Dingen, da wir ja das einmal wöchentlich diese Sitzung machen, nach einer Woche weiß ich doch schon nicht mehr, in welcher Etage hier was passiert ist. Du bist ja der Mann in der Beziehung, du musst es wissen. In welcher Beziehung jetzt? In unserer Let's Play-Beziehung. Genau. Dreierbeziehung hier. Aber Hase. Ja, stimmt ja. Sumi nennt mich ja schon Hase. Insofern ist das ja alles richtig. Oh mein Gott. Willkommen in Ordnung. Genau. Wir fangen mal oben an. Wir fangen mal bei in der 7. Etage an. Und gucken mal. Mit welcher Beziehung? Nein, so in diesem Ton habe ich das nicht gesagt. Es war einfach... Ich war nur gefragt, welche Art von Beziehung du gerade meinst. Welche von den vielen meinst du jetzt? Naja, diese Dreierbeziehung musste ja jetzt erstmal erörtert werden. Ja, okay. Sehr schön. Ich habe heute statt Hashimoto Hasimoto gesagt. Hasimoto ist auch gut, ja. Statt Hasimoto. Das war ja die Etage, wo wir, glaube ich, irgendwie noch gar nicht weitergekommen sind, wegen diesen roten Dingern. Ja, stimmt. Genau, und da hatten wir ja diese Rätsel gelöst, stimmt. Welchem Ding? Sind wir jetzt in der 7. Etage? Oder? Und kamen ja dann durch das Regal hier rein. Das war ja die eine Sache. Genau. Das heißt, da, wo auch das Zimmer ist, wo wir rein müssen. Und das haben wir noch nicht auf. Aber haben wir denn nicht? Oder? Wie viel haben wir denn? Das sind doch nur drei, oder nicht? Ach nee, vier. Nee, das sind vier. Genau, wir haben nur drei dran. Das,
Ich habe keine Verbände. Keine Verbände, deswegen kriegst du die Tür nicht auf. Ja, eben. Es ist ja, ist ja logisch. Ja, total. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das war aber nicht unser Bücherregal. Nein, das war nicht unser Bücherregal. Ich wollte nur noch mal kurz mir einen Überblick verschaffen. Das war in einem normalen Zimmer, oder? Boah, noch nicht der wieder. Oh, tritt auf, tritt auf. Ja, wie ein Maul. Warum ist die denn jetzt wieder da? Hier hatten wir noch so ein Ding. Ja, die hing doch links an der Wand. Hab ich nicht gesehen, ey. Oh, alter Schwede. Aber hier hatten wir ja alles, ne? Ja, man, ich höre auch gerade wieder so viel. Da nicht noch was? Auf dem Tisch? Konnte man nicht nehmen, genau. Genau. Es hat ja wieder geglitzert, deswegen ja. Hab ich es gesehen. So, ja, Mann, da rechts. Ja, ich sehe sie, Dann gebe mir eine Pistole. Ja, toll. Sag mal. Oh nein, oh, juckt hier nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Ey, wie so ein nasser Sack ist es wirklich. Boah, das ist so eklig. Ja. Vor allen Dingen finde ich das nicht richtig, dass die jetzt hier wieder auftauchen. Wir waren den Gang doch schon mal durch und dann, ja. Hä? So war halt. Siebte Etage, 708. Wo, welcher Raum war das? 709, ne? 709. 6, 7. Da müsste der doch sein. Das ist blau. Ja. Aber waren wir da schon drin? Ich habe noch eine blaue Karte. Ja, aber die war doch nicht dafür. Oder war die dafür? Versuch's einfach mal. Passiert gar nichts. Ja, du bist ja auch, glaube ich, nicht am. Verwenden. An dem Ding, oder? Ach so, kann sein. Du warst hier immer dran. Ja, hast du recht. Passiert trotzdem nichts. Doch, Zielsetzung aktualisiert. Ja, aber. Öffne Raum, ja, toll. Ja, jetzt musst du rausgehen, dann kannst du wahrscheinlich aufmachen. Sicher. Sogar ja, versuch mal. Schlüssel ist scheiße. Ich keine Verbindung. Nee. Ah, finde heraus, wo der Schlüssel was? Finde heraus, wo der Schlüssel zu Zimmer 709 ist. Ah, okay. Okay. Ja, hier ist er ja nicht. Er ist sicherlich auch nicht. Hinter dem Regal. Ja, kann sein. Müssen nur halt mal das Regal finden. Mhm. Hier ging das ja auch noch nach oben. Was war denn da? Da fährt der Aufzug ja nicht hin. Nee. Okay, die kriegen wir auch noch nicht auf. Und ich glaube sogar in die 9. kam man auch. Mhm. Da ist sogar eine Tür offen. Ach, das ist ja, da waren wir aber auch schon, glaube ich. Ja, wir waren noch nicht am Klavier, ne? Da sind wir noch nicht hingegangen. Ich hab drauf gewartet. Ja, ich liefere prompt. Ja, auf jeden Fall. Ach nee, komm, Typ, hau ab. Keine Lust, mich jetzt mit dem auseinanderzusetzen, dafür, dass wir hier eh nicht weiterkommen. Ja, dann wird er dir irgendwann nur anfallen. Ja, eines Tages wird er mich von hinten anfallen. Oh, da geht aber die Blutspur rein, ne? Uah. Ja. So, dann fahren wir lieber wieder mit dem Aufzug erstmal in Etage 6. Ja, aber sind wir hier schon durch? Ja. Hier ist ja, ist ja auch fahren, alles. Die Seitentüren kommen ja überall nicht rein. Ja, wo war dieses scheiß Regal? Wir gehen alle Etagen durch, wir werden darauf treffen. Ja. Nippa. Eine Bar? Nicht eine Bar? Nee. So, Bar. Wir gehen wieder beide Richtungen schauen. Ich brauche immer noch was. Willst du mal versuchen? Ob man das kaputt schießen kann? Ne? Ja, das, bitte. Auf die Idee bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Das wäre eigentlich mal echt eine Aktion. Da geht ja auch nichts. Da geht auch nichts. Die Türrüttler ist wieder unterwegs. Da freue ich mich ja dann immer eine ganze Woche drauf, ne? So, also die Richtung nix. Was macht diese Richtung hier? Oh.
Könnte bei dir sein, Sumi. Oh, ich wollte es gerade sagen, ich kann es nicht mehr sehen, ne? Oh mein Gott. Ja. Wie komme ich denn an die Taschenlampe ran? Ich die nicht auf irgendeiner Taste liegen? Ne, da habe ich das. Auf irgendeiner Tasche. Taste. Ging doch. Oh. Ging doch die Taschenlampe an, oder? Da ist er. Auf F. Für Funzel, ne? Hand. Hand. Ja, Hand. Ja, das war aber nur der Tresor. Den hatten wir ja schon mal. Ach so, okay. Ja, ja, und dann konnte man da durch und bla. Aber ich glaube da... Ich glaube, wir müssen einfach nur das Regal finden und dann geht es erst ja, weiter. Ja, ist natürlich die Frage, ob das Regal vielleicht sogar hier hinter ist, aber das war... Ich weiß es halt nicht. Ne? Ja. Deshalb gehe ich da erstmal noch nicht hin. Wir halten mal die sechste Etage im Kopf, halt, wenn wir nichts finden, gehen wir da nochmal gucken. Mhm. Ansonsten gehen wir jetzt in die fünfte. Mhm. Das ist ja immer noch kaputt hier. Trotzdem können wir damit fahren. Auf die Hausmeister ist auch kein Verlass mehr. Nicht. Vielleicht haben wir den Hausmeister aber auch schon erschossen. Ich meine, ja, das kann natürlich auch sein. Guten Tag. Ich soll hier Sperrmüll abholen. Ah, da war ein Dings. Speichern wir. Ist zwar im Grunde haben wir überhaupt noch nichts erreicht, aber ist ja egal. Ich speichere trotzdem. Und irgendwann kommt dann, sie haben das Maximum ihrer Speichermöglichkeiten erreicht. Oh Gott. Ja, ich mach mal die Schublade zu. Ja, räum mal ein bisschen auf. So, hier hatten wir noch eine Wand. Ach ja, da war ja auch noch eine Tür mit einem Scheiße. Da kommen wir also auch noch nicht weiter. Okay, damit ist Etage 5 auch schon geklärt. Mhm. 3 haben wir angefangen. Dann gehen wir jetzt mal in 1. Ja, jetzt haben wir 4. Ja. Ist es wahrscheinlich, wie ich eben sagte, in der 6. Wo man durch das Loch erst kriechen muss. Ja. Lief nicht auch irgendwo noch dieser große Typ rum? Dann sind wir doch auch nur entkommen, dadurch, dass man mit dem... Ja, aber ich glaube, der ist dann aber immer erstmal weg. Der ist erstmal... Okay. Ist ja immer so Boss-Gegner-Ding und dann ist der erstmal zufriedengestellt. Gut. Hier war ja noch. War das hier? Nee. Nee, hier ist zwar die Bücherei, aber da war ja nichts. Aber der... Sicher? Nee, das war auch nicht in der Bücherei. Das war ein ganz normaler Satz. Ja. Das ist ja noch diese Laborgeschichte, die wir nur durch die Kamera sehen. Aber die hat uns ja auch noch nicht wirklich geholfen. Mm-mm. Damit? Da sind auch 4 Symbole drauf. Da brauchen wir auch 4. Aber gut.
das nochmal zu wissen. Nee, dann. Ich glaube, in der Etage haben wir dann auch nichts verloren. Dann, also doch durch die Mauer. Ja. Ab durch die Mauer. Oder war unten noch? Wir müssen ja auch noch eine Kapelle, ne? Ja, die haben wir immer noch nicht. Da sind ja auch die ganzen Leute. Ja. Aber hier ist immer noch keine Kapelle. Ist alles nicht normal. Nee, also da ist auch nichts. So, wo ist der Aufzug da hinten? Oder auch nicht? Nee, da nicht. Das ist dahinter, ne? Das war die Antwort, die ich hören wollte. Wusste ich doch, deswegen habe ich sie dir gegeben. Da ist er doch. Ja. So, also sechste Etage. Hier ging das aber auch nicht wirklich weiter. Hä? Mal gerade mit der Kamera gucken. Vielleicht übersehen wir irgendwo an der Wand was. Das. Da. Ja. Da. Weiter. Aber Saba Dabba. Ja, ist verstanden. Easy. Geh den Schrank, hatten wir eh schon durch. So, was haben wir denn hier? Haben wir wahrscheinlich auch alles durch. Hatten wir wohl. Boah, das sah gerade aus, als wenn da einer im Schrank steht, ey. Mit den Schuhen und der Jacke da. Alter Schwede. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn wir jetzt hier noch was Neues gefunden hätten. So, hier ging es aber noch weiter, oder? Oder nicht, oder was? Nee. Aber... Wasser mal abstellen.
Aber. Ich fand Bonnie M besser. Nicht? Als aber. Ach so. Ah. Oh Mann. Ja, er musste ein bisschen länger ziehen. Ja. Ja. Ja, toll. Wir haben was übersehen, weil hier geht's ja auch nicht weiter. Oh Gott, ich weiß aber auch echt nicht mehr, wo das war. Ich auch nicht. Ich glaube, ich wusste ja schon nicht mehr, wo es war, als wir da aus der Tür raus. Ja, ja, eben. Das ist ja der Punkt. Aber oh, Moment. Hier ging es doch auch noch durch, oder? Nee, hier ging es nicht. Ach, hier war nur der Scheiß-Tresor. Ja. Scheiß-Tresor. Moment. Hier waren wir doch eben nicht, oder? Nee, ich meine, da sind wir nicht hergegangen. Das oder doch? Der Hase. Den haben wir gar Hase. Komm schon, gib uns das Bücherregal. Du willst es doch auch. Ja, okay, da haben wir natürlich ja keinen Schlüssel für. Immer noch nicht. Da auch nicht. Und hier runter war ja eigentlich auch nichts, oder? Also ich meine, das wäre heute sehr, sehr dunkel. Das Echt? Spiel? Ja. Ja, weil ich kann nicht Taschenlampe anhaben. Sonst sehe ich immer besser, wenn ihr sagt, so, ich sehe nichts mehr, dann sehe ich meistens noch alles. Aber ja, heute ist es echt. Ja, ich mache Taschenlampe, dann geht's besser. Oder? Das ist sehr nett von dir. Naja, so bin ich. Bisschen Selbstbeweihräucherung. Ich habe mal gehört, das soll ganz gut funktionieren. Da kriegst du viele Likes. Ja. Mögen die Menschen. Das geht immer noch nicht. Das geht immer noch nicht. Es ist doch verhext. Warte, dreh dich noch mal gerade zum Hasen und mach mal da die Kamera an. Ach nee, ich dachte, da wäre noch so ein Durchgang gewesen. Nee. Leider not. Gehe noch mal in die andere Richtung. Aber da ist ja keine... keine Tür zum Öffnen mehr. Das hilft mir ungemein. Obwohl, hilft denn das vielleicht wirklich? Das sind ja manchmal so Symbole, aber... Was sind für Symbole?
Ja, zum Beispiel der Service-Raum 6. So eine blaues. Richtig, wahrscheinlich für die Karte. Ach so. Nehme ich mal an. Und dann sind da ja so ein paar Sachen ausgestrichen, was wohl dann heißt, da kommt man nicht durch, ne? Aber so richtig. Das sehen wir ja sowieso, wenn wir davor stehen. Ob wir durchkommen oder nicht. Ein bisschen rütteln. Ja. Da war ich gerade drin. Okay, also können wir sagen, 6. Etage. Ist doch nicht, aber wir können in die 5. laufen. Moment, ist das vielleicht das? Da waren wir eben nicht, oder? Ja, eine B oder was? Da waren die Schubladen, das kennen wir auch. Aber hier kommt man ja noch in einen anderen Bereich. Ich glaube, da waren wir vorhin auch. Da ist aber noch eine Hand. Da waren wir nicht. Dann doch nicht. Nee. Oh, was ist denn? Super. Krieg die Axt. Ich will die Axt. Ja, ich will die Axt. Haben wir die jetzt bekommen? Nee. Warum denn nicht? Dann nur drauf. Nee, der will immer nur, dass ich einen Schlüssel aussuche, dann das ist halt im Gesetz keine Verbindung. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ach, das war doch der Raum mit den Zahlen an der Wand, oder? Wo wir noch nicht weiterkamen, oder? Oder das kann sein, ja. Ja, 19, 24 und dann fehlte uns eine Zahl. Aber da, ja, aber da ist doch das Regal. Das ist das Regal. Wo? Aber da, aber da. Aber ja. Da. Ach. Yeah. Und jetzt? Jetzt packen wir die 3 Musketiere da rein. Und sie da. Und jetzt? So, jetzt müssen wir lesen. 7. Der Mutter, 7, 3, 6. Ich kann es nicht lesen. Warte mal. Ja, ist die Frage. Ja, doch. Warte, ich kann das gerade. Warte. Mach du nochmal gerade drauf. 7, 3, 6. Nee, wollte ich so nicht, aber. Nee, alles gut. Kannst du notieren? Oder? Ja, warte. Ich suche gerade meinen. Da ist er. So, warte. 7, 3, 6, 2, 1, 3. Und das ist noch das letzte. Das daneben? Kann ich nicht lesen. Ich auch nicht. Was 7, 3, 6, was ist das hinten? Hinter den Musketieren. Ja, ich. Ich muss gerade mal nehmen. 5. 5. 5. Ah. Na gut. Ich wollte mir gerade meine Tasse Kaffee nehmen, die dann an meinem Untersetzer hängen blieb. dran klebte, weil ich ja eben schon mal damit geschlabbert hatte. Und dadurch, und dann fiel das ab und dann habe ich die mit Schwung genommen und jetzt habe ich wieder geschlappert. Ach Gott. Man kann in Schnabeltasse. Ich bin halt wirklich dafür, dass es zur Schnabeltasse übergeht. Aber was machen wir jetzt mit diesem Zahlencode? Ja, weiß ich auch nicht. Warte mal, erstmal. Ich muss mal eben. Ich hatte ja die Hoffnung. Lass ihn sich erstmal trocken legen. Ja. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Regal sich dann wegschiebt oder so. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Leider. Ich auch. Vielleicht, wenn du mit der Kamera rausgehst, vielleicht ist dann da eine Tür. Ja, ich glaube, wir waren ja gerade schon draußen. Da war nichts. Maybe. Aber wir werden sehen. Wie kommen wir da ranziehen? So. So, ich guck noch mal so, ob sich da was getan hat. Aber vielleicht hat sich ja auch was getan, was die Zahlen hier betrifft. Hatten wir das nicht auch irgendwo aufgeschrieben? 1924 hatten wir noch, glaube ich, noch nicht, ne? Oder? Ich dachte, wir hätten das irgendwo aufgeschrieben. 19 rechts, 24 rechts. Ich weiß nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben. 19 rechts, 24 rechts. Mhm, genau. Ach, jetzt mach ich noch. Ich sage rechts und mach den Pfeil nach links. Ja, super. Läuft. Aber wir brauchen ja noch 2, ne? Oh.
Hä? Kannst du die nicht nehmen? Ich besitze keine Verbinde. Du bist nicht richtig drauf, genau. Doch. So, guck nochmal, da müssen. Das war doch das, wo an drei Wänden was stand und ich sagte, aber so eine Wand hat doch vier Wände. Nee, es stand aber nur an zwei Wänden was. Das war das Problem. Es waren nur die 19 und die 24, die hier ist. Und wenn ich weiter da nach rechts drehst. Oh, Moment. Huch. 2 und Schraubenzieher oder was? Weiß nicht. Ich habe da nichts, was ich da jetzt verwenden könnte. Hatten wir denn einen Schraubenzieher? Nö. Bislang nicht. Geht das bei den anderen Bildern irgendwo auch, dass man da einfach mal draufklickt? Ja, das kennen wir. Draußen ist noch ein Bild. Auch nichts. Und wenn du die Kamera ausmachst und nochmal auf das Brett guckst, vielleicht ist das ein anderes Bild. Wo ist denn das Brett hin? Da. Da. Ja, wir brauchen einen Schraubenzieher. Irgendwie auch. Bis wir jetzt so eine Truhe wieder gefunden haben, um zu gucken, ob wir da was machen können. In? Warum steht da in? Out. Huh. Was soll das? Mir nicht klar. Achso, den einen reinschrauben, einen rausschrauben, oder wie? Könnte das sein? Hm. Aber hilft ja noch nichts, da wir ja eh keinen Schraubenzieher haben. Aber ich glaube, wir hatten doch auch keinen Schraubenzieher, oder? Nee, bis dann nicht, aber kann ja alles noch kommen. Naja. So, hier kann man hier jetzt weiter hoch. Wir sind ja jetzt in einem anderen Bereich, ne? Das ist ja jetzt nicht der Bereich, wo der Aufzug ist. Ja. Oh Mann! Oh Scheiße! Mein Herz. Ich auch. Oh Gott im Himmel, ey. War da noch eine? Da ist da noch was gekrabbelt, oder? Oder habe ich schon Hallüs? Oh mein Gott. Man hört noch was. Oh, da. Da sind ganz viele. Da. Da. Ja, aber die sollten jetzt erledigt sein.